Sieht das nicht toll aus? Das ist laut dieser App ein offiziell ausgewiesener Stellplatz. Jetzt steht aber vorne ausdrücklich, dass es verboten ist von 19 bis 6 Uhr. Und bei den Strafen, die hier sind, sollte man sich da auch tunlichst dran halten. Schade. Also das Gute ist, ich habe einen offiziellen Platz, der kostenlos ist. Hier vorne gibt es Frischwasser, da kann man Abwasser entsorgen. Aber von der Lage ist der nicht so der Hit. Ich muss mich mal eben hier ein bisschen umgucken. Na gut, es gibt wohl einen Weg, der zum Wasser führt. Ziehe ich mir aber erstmal feste Schuhe für an. Ich denke mal, dass ich dann hier irgendwie parken werde. Ist eine Nacht und fertig. Was soll's. Also das finde ich schön hier bei der Gemeinde Mandal, dass man hier das Drickgewarn kostenlos bekommt. So, ich roll jetzt mal von meinem suboptimalen Stellplatz, wo es kostenlos Frischwasser gab, nochmal Richtung Mandal und schaue mir noch so die ein oder andere Sache an. Es geht schon Richtung 18 Uhr, wird also nicht mehr so viel sein. Ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, ich fahre hier lang. Aber ein bisschen Tageslicht ist ja noch und das möchte ich auf jeden Fall auch. Ich fahre hier jetzt entlang von so einem klassischen Wohngebiet, um erstmal nach Mandal reinzukommen. Das ist hier einer der offiziellen Wohnmobilstellplätze und dann auch noch kostenpflichtig. Da stehe ich auf meinem da oben doch deutlich besser. Nicht mehr Komfort oder sonst irgendwie was, wobei doch Fähr- und Entsorgung kostenlos. Aber das hier muss ich nicht haben. Jetzt kommt die Brücke, die wieder Richtung Ortschaft Mandal führt. Ich bin natürlich vorhin in die entgegengesetzte Richtung gefahren, nämlich da hinten raus, was gar nichts gebracht hat. Ich muss ja in die Richtung. Das werde ich jetzt noch so ein bisschen machen. Ich bin gerade mal in den Supermarkt gegangen und hier gibt es überall glutenfrei und da vorne auch glutenfrei. Da gönne ich mir doch heute mal was. So, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, sitze ich an einem Tisch. Schön mit Grünfläche davor und blicke doch noch übers Wasser. Hier an dem Stellplatz von den Stadtwerken, den ich ja vorhin schon einmal gezeigt habe, glaube ich, wo ich nicht so vom begeistert bin, ist aber wie gesagt hier diese Sitzbank in der windgeschützten Ecke und man hat hier eine herrliche Aussicht doch raus aufs Wasser und die Felsen. Also zu früh gemeckert. Aber ich werde mir Mandal jetzt nicht mehr anschauen. Ich habe die SD-Karte noch bekommen, die ich gesucht habe. Sogar relativ günstig, also günstiger als bei uns. Und glutenfreies Bier, das hatte ich euch ja vorhin im Laden direkt gezeigt. Und habe mir da jetzt so 4 Döschen mitgenommen und eine Packung Tortilla-Chips. Hat jetzt alles zusammen 10 Euro gekostet. Ist teuer, gar keine Frage. Aber das glutenfreie Bier ist sowieso immer sehr teuer. Daher kann ich das jetzt einmal für diesen Urlaub verknusen. Schöner wäre es, wenn ich am Strand sitzen könnte, wo ich vorhin erst war. Aber da werde ich morgen früh dann hinfahren und mich dort hinstellen und von da aus dann Mandal in Ruhe anschauen, weil tagsüber darf man da stehen. Also, bis morgen. Guten Morgen aus Mandal. Ich habe jetzt meinen Parkplatz von dieser Nacht wieder verlassen da oben. Der war mehr oder weniger unerträglich. Es hat die ganze Zeit gestunken nach dieser Kläranlage in der Nähe. Es war LKW-Lärm die ganze Nacht, also war weniger schön. Daher habe ich jetzt wieder umgeparkt, hier unten zu dem Platz, wo man tagsüber stehen darf, nur nachts nicht. Und beim Ankommen schon diesen schönen Schoner dort gesehen. Ist doch ein herrliches Bild. Also, wenn ihr mögt, begleitet mich gerne hier gleich nach Mandal und was da sonst noch so kommt. So, wie man jetzt schön sehen kann, radel ich hier entlang dieses Küstenweges und auch hier in den Wäldern selber
sind überall solche kleinen Sanitärhäuser, wo man auf Toilette gehen kann. Sein Müll entsorgen, was auch immer. Aber wichtiger ist, dass es hier lang geht, schön entlang der Küste. Das Wetter ist noch sehr wechselhaft. Es soll aber ein sonniger Tag mit rund 19 Grad werden. Und daher genieße ich es schon. Auch das ist keine Attrappe. Der funktioniert wirklich, auch wenn er so klein ist. Direkt hier an diesem Strand grenzt auch ein Campingplatz an, wo man jetzt auch, so wie man sieht, auf jeden Fall einen Platz kriegt. Ich habe da vorne schon gesehen, das geht gleich über so Holzstege. Ich hoffe, das ist auch mit dem Fahrrad machbar. Wäre sonst sehr schade. Oh, hier. Die Tische innen drinnen ganz festlich gedeckt. Eine kleine Außenbühne. Man wundert sich immer, was man hier so findet. Man denkt, man fährt in den Wald rein. Ist nicht. Ja, leider endet hier der Weg. Ich muss gleich mal gucken, ob man da irgendwie anders rumkommt. Muss ja was gehen. Aber was ich gerade gesehen habe, ist das dort. Ich weiß nicht, ob da was gebaut wird oder ob das so eine Art Bohrinsel ist oder irgendwas. Bohrinsel kann eigentlich nicht sein, ist ja viel zu nah hier dran. Aber würde mich auch noch interessieren, was es ist. Ja, da laufen Leute, da muss man irgendwie hinkommen. Ihr kennt mich ja. Ich probiere und finde in der Regel auch einen Weg. Ja, hier geht so ein Berg hoch, dieser Küstenwanderweg ist das. Ich guck mal, wie weit man da mit dem Rad kommt. Also die Richtung ist auf jeden Fall die richtige, aber es ist halt ein Wanderweg. Ich werde jetzt zurückfahren, das Fahrrad wegstellen und dann das Ganze zu Fuß machen. Irgendwo hat es auch seine Grenzen, wo man fahren sollte. Es ist schon gut, dass ich das Fahrrad weggebracht hatte und zu Fuß unterwegs bin, weil selbst ohne Fahrrad ist man teilweise hier atemlos, im wahrsten Sinne des Wortes. Und keine Sorge, für die, die mehr von Mandal sehen wollten, wird gleich auch noch kommen, nachdem ich hier diesen Küstenwanderweg ein bisschen gemacht habe. Hier ist der erste Aussichtspunkt, wo man schon mal so eine kleine Fernsicht hat. Ja, wenige Minuten weiter ein deutlich schönerer Aussichtspunkt. Aber wie immer entscheidet selbst. Ich find's Weltklasse. Hier geht es jetzt weiter Richtung Hop de Toppen. Das hört sich an wie irgendein hoher Punkt, würde ich sagen. Obwohl es erstmal wieder runter geht. Und langsam kommt die Sonne durch. Aber auch der Wind ist wieder recht kräftig. Vielleicht hört ihr das. Hier komme ich wieder auf so einen Holzweg. Im Bikepark sagt man immer ein Chicken Way. Der ist dann bespannt mit so einem Drahtgeflecht, damit man nicht ausrutscht, wenn es nass ist. So. Ich bin jetzt hier in Los Holla, wo irgendwas war mit Sturm und Schiffen. Und gehe aber weiter Richtung Hop de Toppen und Risobank. Ich glaube, Risobank war ich schon. Das müsste der Aussichtspunkt gewesen sein. Es ist herrlich. Mittlerweile, es wird wärmer, auch wenn der Wind dabei ist, aber es ist durchaus angenehm schon. Ich habe nur noch so eine dünne Sweatjacke an, Ärmel hochgekrempelt und genieße Wind und Sonne.
und natürlich jede Natur. Jetzt bin ich an dem Aussichtspunkt Ob de Toppen angekommen und zeige euch hier einmal die ganze Aussicht. Auch über die Bucht, wo dieses schöne Dreimasterschiff liegt. Dieses komische Bauwerk, dann die hügelige Landschaft dahinter, beziehungsweise schon bergig, würde ich sagen. Und da hinten der Strand, wo ich zurzeit stehe. Herrlich. Hier ist auch nochmal schön erklärt, was wo ist. Ich hoffe, man kann das so lesen, wenn ich hier so drüber gehe. Dann könnt ihr das mit dem Bild vergleichen, was ich gerade hier vor einmal im Schwenk gezeigt habe. Sieht man jetzt erst beim Runtergehen. Hier war wohl auch sowas wie ein Bauwerk. Ich will da nicht zu viel reininterpretieren, aber irgendwas stand hier wohl mal. Ich würde sagen, so ein Sicherungsposten würde sich ja anbieten. Man hat hier die ganze Öffnung im Blick. Wie es aussieht, geht jetzt hier ein Weg durch diese Felsformation, um da hinten zu diesen Holzbrückchen zu kommen. Ich werde mal versuchen, ob das geht, weil ansonsten habe ich nichts Offizielles gefunden bis jetzt. Das sieht doch schwer nach offiziellem Weg aus, oder? Was meint ihr? Schaut mal, was ich hier gerade gefunden habe. Das ist ein Stück vom Kiefer, noch mit zwei Zähnen dran. Ich lege es mal wieder da in den Wald. Aber schon cool. Schaut mal hier hoch. Auch mal eine ganz nette Perspektive. So in den Fels rein. Dort kommen diese zwei kleinen Holzbrücken. Wie immer, wo ein Wille, da auch ein Weg. Wenn auch nicht ganz unbeschwerlich. Aber das lohnt hier. Uah, Scheiß. Entschuldigung, aber das Geländer knickte zur Seite weg. Spricht für die Qualität der Wartung. Und da ich ja eh so ein Schisser bin, wenn es um Höhe oder sonst was geht. So sieht das Ganze dann von dieser Seite aus. Ich hänge so halb im Fels, deswegen ist die Aufnahme vielleicht ein bisschen zittrig. So, ich bin jetzt das letzte Stück im Grunde auf allen Vieren hier hoch. Es ist gar nicht so hoch, aber der Weg hierhin ist halt doch ein bisschen beschwerlicher. Zumindest für mich. Wie der da jetzt so schnell runtergekommen ist, weiß ich auch nicht. Der kennt wahrscheinlich irgendeinen Kniff, wo es besser hergeht. Der war nämlich vorhin noch kurz vor mir. Da habe ich einmal das Orange von der Jacke gesehen. Herrlich, oder? Mit der Aussicht aufs Schiff. Ich hoffe, ihr erkennt das, dass das nicht zu sehr blendet. Weltklasse. Hier an dem Campingplatz wieder vorbei Richtung Bulli erstmal, weil ich dann danach Richtung Mandal reingehe, wollte ich doch mal sagen, auch wenn ihr nur einen Kleinwagen habt, holt euch bei diesen großen Ketten so ein Pop-up-Zelt oder ein kleines Zelt, das kostet 40 Euro. Da könnt ihr locker ein, zwei Sommer mit unterwegs sein, da passiert nichts. Die sind auch qualitativ so weit in Ordnung, dass sie einen Schauer aushalten und fahrt los. Gerade hier in Norwegen, wo dieses Jedermannsrecht gilt, braucht ihr nicht mal Campingplätze bezahlen, sondern sucht euch ein Waldstück, baut das Zelt dahin, wenn es nicht gerade Privatgrund ist und fertig. Dann habt ihr nur die Fahrtkosten und essen müsst ihr zu Hause auch. Macht das, solange ihr jung genug dafür seid und fit genug. Ich merke es selber, ich bin erst fast 49, sind noch ein paar Tage. Und habe gesundheitlich in letzter Zeit so viele Rückschläge erlitten. Auch Krankenhausaufenthalte wieder. Das macht sich unheimlich bemerkbar. Deswegen macht das, solange ihr könnt. Und sagt nicht, wenn ich mal und später und als Rentner. Das funktioniert nicht. Macht jetzt, wenn ihr könnt. So, vom Strand aus kommend, bei ordentlichem Wind.
geht's jetzt hier nach Mandal rein. Kommend vom Hafen. Richtung Zentrum. Also der Wind ist schon heftig. Ich trage mittlerweile schon wieder kurze Hose. Temperatur ist okay. Aber man muss sagen, es ist halt Ende August. Und dafür habe ich hier im hohen Norden echt super Glück. Ach, die Blumen leuchten. Herrlich. Hier möchte ich mir eben diese Skulptur noch anschauen. Schön in Stahlketten, in der Mitte ein silberner polierter Anker. Kann man, glaube ich, gut erkennen so. Sehr schön gemacht. Und jetzt einmal kurz über diese Brücke. Die reizte mich gestern schon. Warum ich das mache? Einfach nur so. Aber die Aussicht ist ja auch nicht zu fach. Aber mir ging es wirklich einfach darum, weil ich immer fahren wollte. Ja, immer noch bescheuert. Aber es ist halt so. Dort oben ist ein Aussichtspunkt. Aber es sieht aus, als wenn es da sehr, sehr voll wäre schon. Ich muss mal schauen, ob ich da noch hochgehe oder nicht. Ich wollte es euch zumindest mal gezeigt haben. Weil hübsch aussehen tut's. Oh, an der Flagge erkennt man auch den Wind, wie er doch so ein wenig hier pfeift. Hier so ein schönes Denkmal, Mandalitten. Müsste ich selber mal googeln, was das Ganze bedeutet. Jetzt geht's hier noch über so einen kleinen Holzsteg. Und dann fahre ich gleich mal in die zweite Reihe dieser schönen Stadt. Dort drüben, wo diese etwas größeren Boote stehen, finde ich auch ganz witzig. Da braucht man im Grunde ein Boot, um zu seinem Boot zu kommen. Vielleicht ist ja von der anderen Seite so ein kleiner Steg, den ich von hier nicht sehen kann, aber sonst wäre es schon eine lustige Sache. Und hier schön zu erkennen, wie die Boote doch rundum vertaut sind und dann an dieser Leine hängen. Auch wieder sehr schön, ein alter Ford Taunus. Also so Oldtimer fahren hier reichlich rum und zwar anscheinend im Alltagsgebrauch, aber top in Schuss. Und hier in der zweiten Reihe ist es wieder typisch norwegisch. Kopfsteinpflaster, kleine schnucklige Häuschen. In jede Gasse, die man hier schaut. Ist das nicht klasse? Diese Gassen sind super. Und hier rechts aus dem Haus, was dieser graue Putz ist, kommt richtige E-Gitarrenmusik. Passt irgendwie gar nicht, aber trotzdem gut. Ja, ich habe mich entschieden, doch hier diesen Berg noch hochzufahren zu dieser Aussichtsplattform. Sehr fordernd, aber wird bestimmt ein klasse Ausblick. Die erste Ebene erreicht. Oh, ich hoffe, ich keuche euch hier keinen vor. Der Puschel vom Mikro schluckt bestimmt das meiste davon. So, ich bin jetzt hier an Uranienborg. Und zwar ist hier so eine Tafel, wo es sogar auf Deutsch steht, um was es geht. Und zwar, das erste Fernrohrhäuschen wurde 1862 erbaut. Der Überlieferung zufolge wurde das Fernrohr des russischen Linienschiffes Ingermanland im Häuschen aufbewahrt. Die Ingermanland havarierte am 11. September 1842 in einem Sturm vor der Küste. Das Schiff war 100 Meter lang und die Masten waren 45 Meter hoch. Von 892 Personen an Bord kamen 389 ums Leben, während 503 gerettet wurden. Unter anderem vom Boten aus Mandal. Als Dank stiftete Zar Nikolai I. statt ein Legat von 2000 Dukaten beim Andorsongarden steht ein Pomorkreuz, gestiftet von der Stadt Arkhangelsk als Andenken an diese Katastrophe.
Während des Zweiten Weltkriegs standen hier oben drei Kanonen und eine Befehlstellung, die mit der Küstenfestung Lande Hopte in Verbindung stand. Heute liegt im unteren Teil des Felsens ein Parkhaus. Besuchen Sie auch den Aussichtspunkt Kronheier östlich von Oranienburg. Mal sehen. So, genug erzählt, jetzt gehe ich die letzten 5 Meter auch noch hoch. Und so sieht's aus, wenn man die letzten Meter hier hochkommt. Schön mit der Windfahne, wo Mandal 1862 draufsteht, hat man dann hier einen herrlichen Blick. Und was auch immer. Ja, dafür, dass hier oben vorhin bestimmt 20, 30 Leute waren, zack, alle wieder weg. Die parken wahrscheinlich nur unten an dem Hauptparkplatz, wo man in 10 Minuten hier oben ist, und machen dann wieder die Biege. Ich finde es super schön hier. Würde aber sagen, wie immer, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und das werde ich jetzt hier auch machen. Und hoffe, dass euch dieses Video über Mandal und Umland gefallen hat. Ich fand's toll. Ich werde noch einen kleinen Moment hier oben bleiben und mich dann auf den Weg machen zu meinem nächsten Ziel hier in Norwegen. Also, macht's gut. Euer Markus.